Der für Dienstagabend geplante erste britische Abschiebeflug von Asylbewerbern nach Ruanda ist nach Informationen aus Regierungskreisen wegen eines Gerichtsurteils im letzten Moment abgesagt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte zuvor angeordnet, dass einer der betroffenen Asylbewerber zunächst nicht ausgeflogen werden dürfe. Vielmehr müsse zunächst eine Frist von 3 Wochen nach dem Abschluss des Rechtsweges in Großbritannien verstreichen. Stunden zuvor hatte noch der oberste Gerichtshof als letzte britische Instanz grünes Licht für das international umstrittene Vorhaben gegeben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört zum Europarat, nicht zu der Europäischen Union und ist damit auch für Großbritannien zuständig. Die Zahl der für den ersten Flug eingeplanten Asylbewerber verringerte sich zuletzt von ursprünglich 37 auf 7. Die Verfügung des Gerichts galt für einen von den Verbliebenen, einen Iraker. Laut der NGO Care for Calais könnten auch die übrigen 6 nun ähnliche Einwände erheben. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson will mit dem Verfahren gegen Schleuserbanden vorgehen und unerwünschte Einreisen über den Ärmelkanal unattraktiv machen. Ruanda erhält im Gegenzug für die Aufnahme über 100 Millionen Euro.